heute geht's zum Bobbycar-Pimpen. Die große Vorbereitung auf das Bobbycar-Hindernisrennen in Degerloch. So, liebe Freunde, das ist unser altes Bobbycar. Damit war ich vor 3 Jahren beim Bobbycar-Hindernisrennen in Degerloch dabei, beim ersten. Das zweite Bobbycar-Hindernisrennen steht an. Deshalb haben wir das neue gekriegt. Heute geht es darum, dieses neue in ein Monster-Renngerät zu verwandeln. Um das alles zu schaffen, habe ich mir den Giovanni geholt. Hi. Der ist auch mein neuer Rennkollege. Der hat einschlägige Bobbycar-Rennerfahrung. Erzähl doch mal. Ja, richtig. Ich bin mit richtigen Bobbycar-Profis in Urbach so einen Hang runtergerast. Mit bis zu 40 km/h. Nein. Einen Hang? Okay, das bringt uns in dem Fall nichts, weil das Bobbycar-Hindernisrennen, wo wir mitmachen, das ist auf der ebenen Erde und da sind Hindernisse drin. Wippen, Planschbecken, Feuerwehrschaum, ein schwarzes Loch und noch anderes Zeug. Und was auch was zählt, ist, das Bobbycar darf nicht handelsüblich ausschauen. Pimp my Bobbycar also. Wir haben krasse bisschen mehr als 7 Euro auf den Kopf gehauen. Und haben uns den geilen Kram geholt. Also erstmal brauchen wir Platz. Nehmen wir das hier mal weg. Weil mein Plan ist, den alten Kram von dem alten, ihr seht, alten, kaputten, mitgenommenen Bobbycar auszuschlachten. Weil wir sind ja eine fortschrittliche Sendung. Recycling wird groß geschrieben. Also wir gucken mal, was wir hier noch benutzen können. Einen anderen Kram machen wir das später dran. Wir haben, mein Gott, haben wir gute Ideen. Was brauchen wir von dem Teil hier noch? Vielleicht die Räder, die größeren. Unser Plan ist eindeutig. Wir nehmen nur die Hinterachse. Es liegt nicht daran, dass wir das technisch nicht hinkriegen. Wir haben uns dafür entschieden, nur die Hinterachse zu nehmen. Weil uns ist beim letzten Rennen so ein großer vorne abgebrochen. Das wird mit den Kleinen nicht passieren. Genau. Das wird nichts, oder? Doch, das geht schon. Guck mal her. Ich bin schon ordentlich durchgekommen. Ja, wir sind durch. Matthias, wir haben jetzt, glaube ich, knapp 20 Minuten gebraucht, nur um das Ding zu zersägen. Hat auch einwandfrei geklappt. Diese Achse muss jetzt in dieses Bobbycar. Das Problem ist, was ist das Problem? Ja, die Löcher sind zu klein. Ja, und was machen wir da jetzt? Komm schon! Ja. So, wir haben problemlos mit der Bohrmaschine diese Stange hier dazwischen gekriegt. Sitzkissen. Das müssen wir jetzt da irgendwie festmachen. Ja. Da habe ich hier was August der Starke.
Ich würde sagen, wir schmieren jetzt einfach mal die Sitzfläche hier komplett mit dem August ein. Wir machen gerade Werbung. Ja. Für August. Ja, August, der Starke. Mach mal den August hier drauf. Überall? Ja, hier so auf die Fläche. Also ich denke mal, das Ding würde hier so sitzen. Mhm. Dann machst du hier den August drauf und dann hoffen wir mal, dass es hebt. Oh nein! Ach du Scheiße! Nein! Hier machst du hier drauf. Hier, auf die Rückseite. Oh nein! Ich bin gleich wieder da. Na, das hat er ja sehr gut gemacht. Müssen wir noch einen Auspuff dran machen, ha? Ja, auf jeden Fall. Klar, für die Abgase. Ja. Liebe Leute, wenn Sie sich für einen Job in der Medienbranche interessieren, Gaffer hilft in jeder Lebenslage. Lieber Giovanni, unsere Unterbodenbeleuchtung. Sehr geil. Jetzt müssen wir noch eine Probefahrt machen. Wir haben uns ja jetzt schon geeinigt. Er ist der Fahrer, ich der Schubser. Fahrer, kannst du das Gefährt bringen? Na klar. Komm mit, Probefahrt. Okay, 3, 2, 1, Schubs. Das Bobbycar-Hindernisrennen findet am 13. Juli in Degerloch statt, beim Degerlocher Sommer. Wir sind da dann ab 10 Uhr morgens. Ich freue mich, wirklich. Ich habe richtig Bock. Ja, wir holen das Ding.